Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Path of Exile. Jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen Überblick bekommen. Dass ich zuletzt im Livestream gespielt habe, ist schon ein paar Tage her. Aber wenn ich mich recht entsinne, wollten wir auf jeden Fall hier im dritten Akt noch irgendwas machen. Irgendwie, genau, in der Bibliothek waren wir nämlich noch nicht. Und da gibt es noch einen Wegpunkt und den möchte ich auf jeden Fall haben. Und gerüchteweise gibt es da auch Quests, keine Ahnung, ich gucke mir das auf jeden Fall mal an. Wir sind zwar eigentlich massiv überlevelt dafür, oder? Ja, so 7 Level drüber, aber egal. Gucken uns das aber trotzdem mal an. Weswegen wir jetzt nochmal in die Imperial Gardens wandern. So, dann auf jeden Fall Anger anschmeißen. Ich glaube, Vitality, ich bin davon noch nicht so überzeugt. Mal gucken. So, mal gucken, ob das hier ähnlich aufgebaut ist. Achso, da wäre auf Rechtsklick, ja. Wobei es eigentlich auch egal ist. Wir rösten hier vermutlich eh das meiste weg. Ich habe mir übrigens nochmal die Aufnahme von der letzten Folge angeguckt und ja, jetzt habe ich auch die Kuppel gesehen, unter der ich vor Life Drain sicher gewesen wäre. Jetzt haben wir schon 2 von den Karten, oder? Na, gucken wir mal. Genau, schleppe ich den Added Lightning Damage eigentlich mit mir rum? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich den, wo habe ich denn den drin? Na, hier wohl nicht. Hier wahrscheinlich, ne? Flame Surge. Achso, den habe ich einfach bei Flame Surge reingepackt, weil mehr Schaden und so. Ja, okay. Ist ja jetzt auch nicht verwerflich. So, wie schaut es denn hier eigentlich aus? Ich mich recht entsinne, war die Bibliothek irgendwo so links oben. Also auf jeden Fall so an der Kante. Und da ist irgendein Schrein. Und ja, ich könnte Vitality auch mit dazu anmachen. Will ich aber eigentlich gerade gar nicht. Ach, da ist die Library. Ich stand schon direkt davor und hab's einfach ignoriert. Und dann geht der Schrein aus? Naja, was soll's. Also ich will's gerade nie anmachen, weil ich dann halt fast gar keine Mana-Reserve mehr habe und ja, es geht zwar trotzdem, aber oh, hi. Dich hatte ich völlig vergessen. Stimmt, die großen Viecher. Ach Mensch, wir haben ja sogar noch einen Skillpunkt, sehe ich gerade, den wir mal verteilen können. Du warst sinnlos, ne? Ja. Ja, dann wollte ich, glaube ich, jetzt, nachdem ich das da oben geholt hatte, hatte ich gesagt, gehe ich hier oben hin, ne? Sobald ich hier meine Ruhe habe. Ja, da müssen wir jetzt zwangsläufig. Increased Cast Speed ist natürlich auch nice. Na, ist nochmal eine Überlegung. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal hier weiter und wir wandern erstmal hier rüber. Schon allein für Leben und Resistenzen, das ist, glaube ich, eine Sache, die ich, wenn nicht bereits im vierten Akt, spätestens auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad sehr gut gebrauchen kann. Was macht denn Wither? Casts debilitating effect on enemies in an area, hindering them. Okay. Verstehe. Erstmal mäßig interessant. Was bist du? Du bist Flame Dash. Ah, apropos Flame Dash. Schon wieder völlig ignoriert, dass ich hier ja einen Movement Skill habe. Hm.
irgendwie sieht diese Bücherei auch fast ein bisschen mehr nach Museum aus mit diesen Glasschaukästen hier. In der Bücherei liegen sonst auch eher selten Schädel in so einem Glaskasten, oder? Aber gut. Ah, vielleicht in so einer richtig noblen Bibliothek. Die hat auch nochmal so ein paar schicke Sachen mit ausstellt. Ja, okay. Meinetwegen. Nee. Kein Text. Ist das viel Text? Will ich das jetzt? Okay, es ist nicht so viel. Book 4. Raising the Asmeri. Asmeri? Drain a cup of Asmerian tea and then try to read your future in the leaves. You'll find that your Valish will come in mighty hand. Our literature was conceived and born within Asmeri's cultural marriage with the Vaal. Prior to Vaal contacts some 2000, oh Gott, nein. Zu viel Text, zu schnell. Wenn mir das niemand vorlesen möchte, dann. Jetzt leider nicht. So, ich muss mal gucken. Ich habe nebenbei jetzt noch, weil ich festgestellt habe, dass ich auch Lust habe, Path of Exile zu spielen, ohne die ganze Zeit nebenher zu reden, habe ich noch einen kleinen Ranger angefangen. Das heißt, wenn ich jetzt was vielen grünen Sockeln finde, da ist auf jeden Fall der Wegpunkt. Muss ich gleich mal gucken, ob sich das für den Ranger eventuell lohnt. Der ist zwar noch im ersten Akt, aber man weiß ja nie. Please, do not be alarmed. I am neither monster nor murderer, though that is the duality of existence that defines San these days. My name is Yosef Fuanga. And I have the bleak honor of being the sole scholar to the Imperious Intellection, this grand repository of knowledge you see about you. May reason preserve us. In more mundane circumstances, it would be preposterous to ask this of you, an utter stranger, but given that I don't know in which century I might see another pair of flesh and bone hands, there's a door, you see, concealed behind the shelves. It leads into the archives. That's where Issius Perandus concealed his golden pages. Can you see how maddening that would be for me? No, of course you can't. Ridiculous of me to... Suffice to say that they are beyond my reach. Four Valish texts they are. Of priceless historical insight. Please, find my friend's golden pages and bring them to me. You will be rewarded. I vow it before the ancestors. Okay. Haben wir vielleicht das eine gerade schon gefunden? Achso, ich nehme jetzt erstmal den Wegpunkt mit. Achso, den haben wir jetzt. Habe ich den? Hatte ich den schon? Offenbar hatte ich ihn gerade schon angeklickt. Oder er hat sich so aktiviert, keine Ahnung. Aber war das eine Buch dann irgendwie gerade schon das, was wir brauchten? Wo war es denn? Ist nicht hier irgendwas da hinten? Da der jetzt irgendwie so Buch 4 dran stand, aber vielleicht ist das auch was ganz anderes. Oh, hi. So, Flame Dash ready to level up. Orb of Chance, Scroll of Wisdom, Portal Scroll, sehr schön. Ein Lurch. Und ein Orb of Transmutation. Warum nicht? Ach Gott.
Die Golden Pages sind schon relativ offensichtlich, oder? Dann, glaube ich, schätze ich mal, oder? Also bislang hat man hier ja eher nicht das Problem gehabt, an irgendwelchen Quest-Items vorbeizulaufen. Vielleicht muss ich einfach hier drüben weiter. Elemental Trinity, okay. So, waren sie hier? Waren sie hier? Nein. Na, hier waren die Achievements, richtig. Elemental Trinity. Slay an enemy that is simultaneously ignited, shocked and frozen. Ah, verrückt. Und das, obwohl ich eigentlich nur so nebensächlich Kälte und Blitzschaden mache, aber okay. Angstzahn. Natürlich. Feartooth. Was zum... Du bewegst dich nicht? Na gut, dann halt nicht. Da unten, irgendeine Axt. Kiste, hier kommen wir her. Hm. Was kann denn das Amulett so? Stärke und Dex. Was für ein Level braucht es? 16. Mana und Fire Resistance. Oh, das hebe ich auf jeden Fall mal für meinen Ranger auf. Der freut sich damit Level 16 dann garantiert drüber. Falls ich bis dahin nicht was Besseres habe, aber. Sehe ich spontan noch nicht. Ne? Willst du nicht? Ich wollte gerade sagen. Die springen doch sonst immer bei der erstbesten Gelegenheit vom Sockel. Noch eine Strongbox. Sehr schön. Scrap, ja, okay. Anger. Braucht es dann mehr Mana? Nein, oder? Nein. Was macht es denn dann? ...9% Area of Effect und dann haben wir 19 bis 20. Okay. Oh, okay. Immerhin. Das ist okay. Hallo? Kann bitte mein Movement Skill? Danke. Schön, dass ich da so 5-mal klicken muss, bevor der auslöst. So, noch wer? Du und du? Wolfspelz. Kann mal gucken. Das ist alles so Jägerkram, also Rangerkram. Nochmal Evasion Rating, Life Regen, Lightning Resistance, Stun Recovery. Ja, nett. Bist du cooler? 28, noch mehr Increased Evasion Rating. Deutlich mehr Evasion Rating. Life Regen, Lightning Resistance, das ist schon sehr ähnlich. Aber okay, nee, das hebe ich alles mal auf. Das lagere ich dann mal ein. Ich glaube, ich gehe eh gleich ganz kurz in die Stadt. Ich glaube, das ist bislang auch der Grund, warum ich mit so wenig Seiten in das Stash hingekommen bin. Weil ich nur einen Charakter hatte. Und halt nicht für andere Chars irgendwas aufheben musste oder wollte oder konnte. Außerdem bin ich noch nicht so weit, dass ich hier irgendwie groß Uniques finden oder farmen oder sonst irgendwas würde. Von daher geht das im Moment noch. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass
so die Stash-Erweiterung eins der wenigen, wenn nicht das einzige Upgrade sein wird, was ich mir tatsächlich für echt Geld kaufen werde. Mal gucken, wie lange ich Path of Exile spiele und wie dringend nötig es dann ist, aber bislang gefällt es mir nach wie vor noch ganz gut. Ich habe mich jetzt auch noch mal ein bisschen hier mit dem Trading auseinandergesetzt, beziehungsweise so mit den tatsächlichen Preisen hier in der Standardliga. Und ich muss sagen, mir gefällt das Währungssystem mit den Orbs eigentlich ziemlich super. Also ich muss noch mal ein bisschen... Come to me, Exile. Let us speak of death. And desire. Ja, gleich. Muss noch mal ein bisschen einfach ja auswendig lernen, welche Orbs wie viel wert sind, beziehungsweise wie die Wertigkeit ist. Also welche Orbs mehr wert sind als andere und so. Da fehlt mir nach wie vor noch so der Gesamtüberblick. Also so ein bisschen Plan habe ich und durch die Trade-Seite war das auch schon ganz sinnvoll. Aber das ist eben sehr, sehr ähnlich zu den Runen in Diablo 2 und das System, auch wenn die Runen ursprünglich gar nicht als Währung gedacht waren, schätze ich mal, hat das ja sehr gut funktioniert und von daher finde ich das eigentlich sehr schick. So, was möchtest du denn von mir? Life will lose its way in the darkness to come. This land must take its final rest so that it can rise once again in undying perfection. I honor the darkness with my art, to prove that I am worthy of a place in its dream-made reality. To the blind of sight and numb of touch, my sculpture may seem complete. Far from it. Like a raw and chewy steak, it requires marinating, and not with any mundane cooking concoction. My sculpture must be steeped in the delectable juices of deadly corruption. Only then will it be palatable to my undying patron. Today, you and I shall devote ourselves to the pursuit of art. There is no greater cause. The necrotic juices are growing thin around here, Exile, and my sculpture is suffering for it. Time to mix the pot. Out there, you'll find a huddle of corpses, voracious things that have been sucking up all the corruption they can get their greedy maws on. Destroying them will release that pent-up darkness back into the land, where it can do what it's supposed to be doing. Okay. Dann müssen wir jetzt noch Stuff wiederbeleben. Und ich schätze, die normalen Corpses zählen irgendwie nicht dazu. Oder brauche ich da jetzt meinen... Nee, das sind ja auch keine Corrupted Corpses. Da werde ich ja wahrscheinlich jetzt keinen extra Skill verbrauchen, oder? Das wird dann schon so irgendwie questtechnisch gehen. Schon wieder Buch 4. Red Shechem Saddle. In return for her military support in the rebellion. Fall promised Sekima? Wie auch immer. The return of the... Alter. Okay. Was auch immer. Auch das scheinen aber hier nicht mit die 4 Golden Pages zu sein, oder? Nicht so richtig. Also auch wenn ich hier nicht so wahnsinnig viel XP kriege, ich meine, wir haben in dem Zeitraum jetzt ungefähr einen Viertel-Level gemacht, maximal. Finde ich doch zumindest noch ganz gut Scrolls of Wisdom, das ist eigentlich ganz angenehm. Loose Candle. Surprise Geheimgang, wer konnte damit rechnen? So, bevor ich da runtergehe, gehe ich aber erstmal zurück ins Lager. At your service. So, das kann weg. Das wollte ich aufheben. So, die Ranger-Sachen kommen jetzt einfach alle mal ins vierte Tab. Was ist hiermit? Fire Resistance, Physical Damage, Dex in Life Regen. Warum habe ich den dabei? Ach, den wollte ich nur mal so aufheben, falls ich, ne? Für Fire Resistance und so. Ach, kriegt er jetzt auch. Fertig. Was haben wir hier? Ach, das ist Wither. Okay, dann
Geht Wither mal dahin. Das wandert alles darüber und irgendwo, was war mit dir eigentlich? Das Ding kann eigentlich auch mal weg. Okay. So, dann kann ich eigentlich. Ask away. Ja. Dich kurz verkaufen. Wow, das lohnt sich richtig. So. Und dann bin ich, glaube ich, auch schon einigermaßen glücklich, oder? Ich denke ja. Dann gehen wir jetzt ganz glücklich runter in die Archives und schauen mal, was uns da nächste Folge so erwartet. Bis dahin, danke fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.